Und da sind wir auch schon wieder bei Alice Madness Returns. Ja, wie es jetzt weitergeht, das sehen wir gleich. Und zwar haben wir jetzt eine neue Gegnerart, den Augenpott. Welcher trotz lauter Musik eigentlich einfach zu besiegen ist, da es nicht viel beinhaltet, ihn zu besiegen. Und noch mehr Tee. Und noch mehr Monster. Yay! Meine Freude wird brennen. Wir haben auch noch eine zweite Teekanne, die ich gerade... Au. Die gerade woanders ist. Mach Auge auf. Au. Geht's weiter, und zwar haben wir da einen anderen Augenpott. Ich bin gerade erstmal klar finden. Ja, hier als nächstes hoch, hier hoch. Das Ventil drehen. So. Mit nein! No! Das passiert, wenn man runterfällt. Wo zur Hölle kommt jetzt? Verwirrtheit. Achso. Okay, irgendwie will gerade Alice nicht die Vorteilfinger auswählen. Au. Blöd, wenn Alice gerade einen Vorteilfinger hat. So. Okay. Alice, wieso? Ja, öffne erst die Tür. Zum Fundbüro. Und, ja, das ist gerade blöd. Dass ich nicht auswählen kann, dass ich die Vorteilklinge gerne haben würde, weil das sehr... Es wäre ja nur von Vorteil. Ich meine ja nur. So. Mal vorher noch mal Waffen. Ja, Pfeffermühle. Dann machen wir das jetzt erstmal schon. Schön. Zurück. Kann ich jetzt meine Vorteilklinge haben? Nein.
Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich das wieder in den Griff bekommen habe. Und sehen uns dann hier vor der Tür vom Fundbüro. Bis gleich. Und wieder da. Ich habe meine Warpack-Klinge wieder. Es lag nur daran, dass ich irgendwas Falsches gedrückt hatte. Reden wir mit der Katze. Er ist zeitbesessen. Finde ihn oder deine Zeit könnte kommen. Wie nett. Finde ich nett von dir. Gut, zeitbesessen. Schalter. Weil ich ja nicht wirklich viel mache und ja, ich weiß, ich werde jetzt... Nee, das war knapp. Okay, nochmal. Schon? Geht doch. Okay. Hoch da und wieder zerstören, weil und so. Ja, da kann ich mit der Katze reden und dahin geht's zum Hutmacher. Dann gehen wir zum Hutmacher. Auf irgendeine sichere Art oder so. Wenn es überhaupt eine sichere Art gibt. Bevor wir jetzt dahin gehen, holen wir uns erstmal die 13 hier. Dorthin kommen wir gleich. Zuerst gehen wir aber hier hin. Und gehen dann hier runter und holen uns dann die Zähne und noch die Flasche, die da lag. Und zwar indem wir mal gucken, was die Plattform hier alles so macht. So, Plattform 3 und Plattform 4 ist dort oben. Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Hier. So wie fertig. Okay. Und weil das letztens nicht gespeichert wurde, dass ich jetzt meine Pfeffermühle geupgradet habe, tun wir das jetzt nochmal. Ja, beenden. Zurück. Und wieder auf den schnellsten Weg zurück. Okay. Wieso guckst du? Okay. Den Hebel betätigen, mal wieder. Die Tür öffnen. Und weiter. Eine kleine Rutschpartie. Ja. Normalerweise müsste man vom Bombenbrett wegrennen. Wir heben sie auf. Einige Wände und Böden sind dünn und können zerstört werden. Maus, bitte zeige dich. Danke. Platziere die Uhrwerkbombe nahe der schwachen Struktur. Zünde die Uhrwerkbombe, um den die schwache Struktur zu zerstören. Also ziemlich einfach. Wir werfen die Uhrwerkbombe und mit denselben Tasten können wir auch Boom machen lassen. Tolle Erklärung. Können Sie Boom machen lassen?
Okay. Hoch da. Dann hier hoch. Und die Uhr weg, wo muss man dann hier explodieren lassen. So. Zähne nehmen wir mit. Bomben aktivieren, explodieren lassen und fertig. Und dann würde ich sagen, springen wir mal so halbwegs sicher nach unten. Oder nach oben. Okay, nach oben hört sich besser an. Und was sehen wir dort in der Ferne? Eine Tür. Und eine Erinnerung, die ich irgendwie nicht die Hände kriege. Wo da hinten ein Schlüsselloch ist. Gehen wir mal nach hier hin. Und voilà, wir können da hin. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Ja, irgendwie konnte sie es vorhersehen, dass da irgendwas irgendwann mal passieren wird. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal in diese Tür rein und gucken, was uns dort erwartet. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Auch gut zu wissen, was so Alice durch den Kopf geht. Ja, Alice kann in Hysterie verfallen, dass sie dann so aus uns sie ist. Damit, naja, wie soll man sagen, unverwundbar. Was ziemlich viel Spaß macht. Und was ihr gerade gesehen habt, war, wie gesagt, die Hysterie, in die Alice verfallen kann. Damit ist sie unverwundbar und kann damit die Gegner meiner Meinung nach schneller besiegen. Aktiviere den Zielmodus, indem du T drückst. Schieße auf den Schalter, wenn er rot und inaktiv ist. Wieder wird er grün, ist er aktiviert. Schön zu wissen. Ich wollte mich vorher aber gerne noch umsehen. Hier gibt es nicht viel zum Umsehen. Okay. Dann tun wir den Schalter da. Man müsste auch treffen. Und diese Schalter werden wir noch oft im Spiel treffen. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier so alles haben. Ach, nein. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh. Du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Das ist
ist los. Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlund und dann die Eingeweide winden. Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste, ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Okay, wie du sagst, machen wir. Ist ja jetzt kein großes Problem. Oder sollte kein großes Problem darstellen. Vorher mache ich aber erstmal alles kaputt und dann gehen wir weiter und helfen dir. Okay. Druckplatten funktionieren nur mit Hilfe von Gewicht. Mit der Uhrwerkbombe kann man die Druckplatte mit Gewicht versehen. Das werden wir auch gleich ausnutzen, nachdem wir auch hier das freigebombt haben. Und setzen dann die Uhrwerkbombe hier drauf. So, Alice, setzt bitte die Uhrwerkbombe da drauf. Und wir machen uns vom Staub. Und im Hintergrund hören wir immer noch die Uhrwerkbombe. Süß. Okay. Im Hintergrund hören wir immer noch eine Schnauze und sehen extrem viele Fabriken. Und einen Regenschirm. Welcher gleich noch... Für Arbeiter. Kämpft den gerechten Kampf! Arbeitet bis zum Umkippen! Im Himmel warten tolle Preise! Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden! Ja, ein Paradies für Arbeiter! Kämpft den gerechten Kampf! Arbeitet bis zum Umkippen! Im Himmel warten tolle Preise! Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden! Das ist jetzt Jahre her, es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Das werden wir jetzt noch extrem lange hören, dieses Gelaber von diesen Typen. Okay, wir nehmen mal den Schirm auf. Drücke E, während du ein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Stimmt das Timing, kann Alice blocken gewisse feindliche Angriffe umlenken. Was wir jetzt auch anwenden werden. Denn wir haben eine neue Gegnerart, den bedrohlichen Verfall. Welchen ich persönlicherweise hasse. Gut. Und somit kann man dann die Anschläge zurück machen und bitte abholen. Und nicht mal so blöd anständig ich gerade es geht. So. Au. So.
Dann geh mal bitte von uns. Würdest du bitte so nett sein und sterben oder so? Au. Danke. Und wir haben dann auch wieder diese komischen... Ich habe den Namen vergessen, wie auch immer sie heißen mögen. Auf die wir schießen müssen. Dann würde ich sagen... Wir gehen zuerst... Ach, wir schießen erstmal beides ab. Würde ja bestimmt nicht schaden. Okay. Und dann gehen wir zuerst hier entlang, weil mir das hier mehr gefällt als das andere. Nein, weil ich einfach hier lang bin. Nicht runterfallen, Alice. Und dann würde ich sagen, was uns jetzt in Schmelzen und Wiederkehren so alles passieren wird, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage mal, ich bin die Yuki-chan, hoffe, euch hat's gefallen. Ciao und bis zum nächsten Mal.